Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute schauen wir uns wieder mal Bewegungsapparat Wirbelsäule an, also dieses Symbol, wie stehst du im Leben, wie stehst du zu dir und belädst du vielleicht auch, trägst du Lasten auf deinem Rücken, die du loslassen möchtest. Und wir werden es heute festmachen, noch einmal so an der Wirbelsäule, also dass wir uns die Wirbelsäule anschauen und dabei auch gleichzeitig energetische Belastungen lösen. Und sollten wirklich körperliche Themen bei dir auftauchen in der Wirbelsäule, im Wirbelbereich oder solltest du da Schwierigkeiten haben, dann ist diese Meditation genau für dich geeignet. Und ich werde auch schauen, dass wir wirklich so Heilungsfrequenzen herstellen, die halt wirklich dann so im Energetischen auch deine Wirbelsäule stabilisieren, ausrichten. Und mit dem werden wir jetzt gleich mal anfangen. Also, ich lade dich gerne ein, schließ mal bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und egal, ob du jetzt sitzt oder liegst, du erlaubst jetzt einfach mal die Vorstellung, dass rund um dich unzählige Spezialistinnen und Spezialisten stehen in der geistigen Welt, die sich mit Wirbelsäulen auskennen, mit Bandscheibenvorfällen, mit Wirbeln, die angeknackst sind, mit womöglich einer Schiefstellung in der Wirbelsäule, mit eingeklemmten Nerven. Also es sind wirklich Heilerinnen, Heiler, Spezialisten, unzählige da in diesem Raum mit dir. Stell dir das mal vor. Also rund um dich ist ein Heilungsfeld. Heilungsfeld Wirbelsäule. Und du erlaubst dir jetzt einfach mal, Heilung zu empfangen und anzunehmen. Und dass du diese Heilung annehmen kannst, machen wir zuerst mal, du kannst dir vorstellen, wie ein Zimmer, das gereinigt wird, wo man den Staubsauger anmacht. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass alles, was du trägst, alles, was du energetisch trägst jetzt, auf deiner Wirbelsäule, auf deinem Rücken, alles, was du vielleicht nicht loslassen kannst oder willst, jetzt einfach einmal abgesaugt wird. Es ist wie ein Staubsauger, den wir einschalten, den kannst du dir vorstellen. Und den setzt du einfach mal da so am Bauchbereich, Solarplexusbereich an. Und alles, was du nicht loslassen kannst oder was dich belastet, was du nicht loslassen möchtest, darf da jetzt mal abgesaugt werden. Und spür dich jetzt mal rein, da wo dein Solarplexus ist. Da entsteht jetzt einfach mal wirklich so ein Abzug, da werden diese Energien abgesaugt. Alles, was dich belastet. Und das wird wirklich so nach oben ins Geistige gesaugt, wo sich das einfach transformiert. Und du kannst dir das vorstellen, wirklich wie einen Staubbeutel oder einen Staubbehälter bei einem Staubsauger, wenn du dein Zimmer reinigst. Das sind so die Themen und die kannst du dir auch anschauen, wenn die bei dir vorüberziehen. Und jetzt kommen mal Themen aus deiner Vergangenheit, Themen, die mit deinen Großeltern zu tun haben. Dann kommen vielleicht Themen aus dem Familiensystem, aus deinem aktuellen Familiensystem. Vielleicht Themen mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. In erster Linie sind es allerdings Themen, und das spüre ich ganz stark jetzt auch bei dir, die sich mit deinem Familiensystem auseinandersetzen. Mit deiner emotionalen Seite, also deiner mütterlich-weiblichen Seite. Und alles, was du jetzt für deine weibliche Seite trägst, ob das Mutter, Großmutter ist, das darf sich jetzt lösen. Und das löst sich mit einem, alles ist
Gut. Es geht deinen Eltern gut. Es geht deinen Großeltern gut. Du musst nichts für sie tragen. Und dieselbe Energie, diese Heilungsenergie, die da jetzt einfließt, also wo dann wirklich das Blockierte wird abgesaugt und gleichzeitig fließt ja schon Heilungsenergie rein. Und da spürst du schon, dass deine Wirbelsäule unterstützt wird, gestützt wird, dass du quasi wirklich so ganz zu dir stehen kannst. Ich stehe zu 100% zu meinen Emotionen, zu meiner emotionalen Wirklichkeit, zu meiner Intuition. Und ich lasse alles los, was mich aus der weiblichen Seite belastet. Nun erlaubst du dir, diese Frequenzen, die da jetzt abgesaugt wurden, die gleichzeitig auch wieder einfließen, auch auf die männliche Seite zu konzentrieren. Alle Themen, die mit der männlichen Seite deines Familiensystems zu tun haben. Was trägst du für deinen Vater, für deinen Großvater? Und auch diese Themen dürfen sich mit dem Satz "Alles ist gut" lösen. Alles ist gut. Es geht meinem Vater gut, es geht meinem Großvater gut. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sich das Leben meiner Eltern erfüllt. Ich bin zu 100% dafür verantwortlich, dass sich mein Leben erfüllt. Und die Energien aus deiner männlichen Seite, vom männlichen Ahnensystem, was du trägst, auch der Wirbelsäule entlang trägst, werden jetzt abgegeben. Krankheitsmuster, Verletzungen, Schwere wird jetzt abgesaugt, wieder nach oben hin. Und vor allem auch deine Verausgabung. Und das spüre ich ganz, ganz, ganz wesentlich, dass da jetzt Verausgabung, lass deine Verausgabung jetzt los. Lass deine Verausgabung jetzt los. Du verausgabst dich zu viel. Und die Erschöpfung darfst du jetzt loslassen, sodass Leichtigkeit, Freude und Inspiration wieder in dein Leben kommen. Und du spürst, wie diese Energien auch abgesaugt werden und wie gleichzeitig dort, wo du nicht loslassen konntest, Heilungsenergie einfließen kann. Und dieses Abfließen, diesen Staubsauger, den kannst du jetzt abgeben, nach oben hin. Und nun beginnst du noch bewusster den Zufluss dieser Heilungsenergie zu spüren. Den Zufluss der optimalen Energie für deine Wirbelsäule. Alle deine Wirbeln richten sich optimal aus. Deine Bandscheiben werden optimal wieder genährt, alle Nährstoffe dürfen da reinfließen. Alte Traumata werden einfach ausgespült und fließen in die Erde ab. Und du spürst, dass Stabilität, Beweglichkeit und Flexibilität in dich einfließen. Stabilität, Beweglichkeit, Flexibilität. Eine positive Spannkraft, eine positive Kraft,
die sich aus deinem Beckenbereich heraus entfaltet und über die Wirbelsäule ausweitet. Und erlaube dir, diese Energie zu spüren. Und spüre jetzt auch, wie du wirklich von diesen Heilenergien, die dich umgeben, wie eine unsichtbare Schnur, die dich aufrichtet, nach oben richtet. Erlaube dir wirklich, dass du den Kopf auch nochmal nach oben hebst. Richte dich wirklich auf. Und spüre, wie deine Wirbelsäule in die optimale Form gebracht wird. Und durch diese Regulierung, durch den Fluss dieser Heilenergien, richten sich jetzt auch deine Rippen optimal ein. Also die Rippen richten sich Rippe für Rippe optimal ein, von unten nach oben. Und auch dort werden Verspannungen gelöst aus deinem Rippenbogen. Also es darf sich dein Brustkorb weiten, sodass auch dort Freiraum ist und alles abfließt, was dort eventuell nochmal an Traumata gespeichert war. Und spüre jetzt wirklich diese transformative Kraft, dieses Loslassen der Vergangenheit, diese Erlösung und die absolute Aufrichtung. Und du wirst jetzt noch einmal wirklich von der geistigen Welt, von diesen Helfern und Führern, wie massiert, eine Rückenmassage. Die Wirbeln werden nochmal Wirbel für Wirbel bewegt und ausgerichtet. Und diese geheilte Form deiner Wirbelsäule, diese erlöste Form deines Feldes manifestiert sich im Hier und Jetzt, sodass du spürst, dass deine Wirbelsäule sagt, alles ist gut. Es geht mir gut. Alles ist gut. Es geht mir gut. Spüre, dass du jetzt langsam zum Ende dieser Heilsitzung kommst, dass jetzt nochmal alles in dich einfließt, was du benötigst, um stabil und losgelöst in deinem Leben zu stehen. Du bist an einen heilsamen, heilenden, heiligen Ort gegangen und deine Wirbelsäule wurde nun energetisch gereinigt und stabilisiert. Bedanke dich jetzt mal bei den geistigen Helfern und Führern, den Heilerinnen und Heilern, den Spezialistinnen und Spezialisten aus der geistigen Welt, die heute an dir gearbeitet haben. Und bedanke dich auch bei dir, dass du das zulassen konntest. Und auch bei deinem Ahnensystem. Sag nochmal Danke. Und dann spüre, dass du unendlich geliebt und unterstützt bist. Dass eine tiefe Freude zurückkommt. Du spürst jetzt nochmal die Energie durch deine Wirbelsäule fließen. Richte dich nochmal bewusst auf, spür nach. Atme tief ein und wieder aus. Bedank dich nochmal bei den geistigen Helfern und Führern. Du kannst natürlich auch noch etwas in dieser Energie verweilen und drin baden, aber wenn es für dich passt und du das Gefühl hast, du kannst es schon stehen lassen, dann atme nochmal tief ein und wieder aus.
Streck dich durch, beweg deine Arme und Beine und deinen Körper, deine Wirbelsäule und fühl dich mal rein, wie es dir wirklich jetzt geht. Und dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück, öffne deine Augen und lass das jetzt nochmal nachwirken. Wie fühlt es sich denn an? Was hat sich bei dir getan? Ich bin gespannt, schreib es mir gerne in die Kommentare rein und ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder ja, auf eine Sitzung persönlich oder per Zoom oder hier auf YouTube. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles Gute. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss.